Hallo liebe Hausbauhelden, wenn ihr überlegt, ein Fertighaus zu bauen oder allgemein Ideen zum Thema Hausbau, Grundrisse, Wohnen oder Energieeffizienz sucht, habe ich heute einen Inspirationstipp für euch. Und zwar zeige ich euch als exklusive Preview unsere Top 5 Projekte aus dem aktuellen Magazin Fertighäuser 2023. Vom mehrgeschossigen Haus mit Einliegerwohnung über den Bungalow am Hang bis hin zum massiven Holzhaus im Landhausstil ist alles dabei. Ihr dürft gespannt sein. Von der Eingangsseite aus gesehen wirkt dieses Haus wie ein normales, eineinhalbgeschossiges Wohnhaus mit 150 cm Kniestock und 25 Grad geneigtem Satteldach. Die Überraschung kommt auf der Gartenseite, denn das Fertighaus auf Betonkeller wurde so geschickt in den Hang integriert, dass nicht nur besonders schöne Sitzplätze im Freien, sondern auch eine natürlich belichtete Einliegerwohnung im Untergeschoss entstanden. Insgesamt bietet das Haus über 260 Quadratmeter Wohnfläche. Im Erdgeschoss erschließt die geräumige Eingangsdiele alle drei Geschosse mit praktischer Schleuse über die Garage. Fast 70 Quadratmeter Wohnfläche umfasst der Wohn-Ess-Kochbereich der Hauptwohnung. Durch die großflächigen Verglasungen, die die Grenze zum Garten aufheben, entsteht ein großzügiges Raumgefühl. Die Treppe ins Obergeschoss liegt offen im Wohnbereich. Oben profitieren alle Räume von einem firsthohen Ausbau und dem hohen Kniestock. Auch das zweite Projekt hat einige Überraschungen zu bieten und ist als Musterhaus in Wolfsburg zu besichtigen. Insgesamt bietet das Haus 190 Quadratmeter Wohnfläche auf zwei vollen Geschossen ohne Dachschrägen. Schon von Weitem fällt die zweigeschossige Übereckverglasung und die moderne Plattenfassade an dem designorientiert gestalteten Musterhaus ins Auge. Ein textiles Beschattungssystem schützt das Haus außerdem vor grellem Sonnenlicht und hohen Temperaturen, während die Aussicht nach draußen gewahrt bleibt. Im Hausinneren ist hier der Essplatz angeordnet. Darüber erstreckt sich ein Luftraum bis unters Dach und verknüpft das offene Wohnen im Erdgeschoss mit den Privaträumen im Obergeschoss. Der hohe Raum und die Kontraste aus dunklen Stahlträgern und warmen Holz- und Klinkerelementen holt Loftcharakter und den Charme des Industrial-Style trotz recht kompakt gehaltener Flächen ins Haus. Besondere Ausstattungsideen in Bädern und Ankleide mit Holz und Fliesen in Holzoptik bringen viel Wohnlichkeit ins Obergeschoss, das zwei Kinderzimmer, zwei Bäder, zwei Schrankräume und ein Elternschlafzimmer bietet. Im Kontrast dazu steht das dritte Projekt, ein Landhaus in Holzverbundkonstruktion mit 5 cm Massivholzbohlen außen und innen. Unterm 35 Grad geneigten Satteldach bietet es rund 180 Quadratmeter Wohnfläche. Die Fassade aus lichtgrauen Massivholzbohlen, die Eingangsveranda und die verzierten Giebel erinnern an den typisch schwedischen Landhausstil. Die Garage ist im gleichen Stil gestaltet und fügt sich so harmonisch ins Gesamtbild ein. Ein offener Vorbau führt an der Straßenseite hinein in die Diele und weiter in den geräumigen Lebensbereich. Die Innenräume sind mit naturbelassenem Holz hell und warm gestaltet. Fliesen in Zementfliesenoptik, mit Sprossen unterteilte Fenster, ein Kachelofen und liebevolle Accessoires führen den Landhausstil fließend ins Innere weiter. Eine Terrasse mit Glasdach erweitert den Wohnraum nach draußen. Sie ist wettergeschützt, ohne dem Wohnraum Licht zu nehmen. Viel Tageslicht und Luftigkeit bietet auch das Obergeschoss dank Quergiebeln, Dachflächenfenstern und firsthohem Ausbau. Dass moderne Architektur mit Flachdach geradlinig, aber keinesfalls kalt oder langweilig daherkommen muss, beweist das nächste Projekt, das außen wie innen mit den Perspektiven spielt und mit spannenden Ansichten überrascht. Musik
Der Flachdachbaukörper ist mit 19,80 m x 8,60 m lang und schmal gestaltet und bietet auf zwei Vollgeschossen über 230 Quadratmeter Wohnfläche mit besonderer Raumabfolge. Großzügigkeit und Transparenz spielen im Haus eine dominante Rolle. Im Erdgeschoss sind 85 Quadratmeter für Küche, Essen und Wohnzimmer reserviert, ohne trennende Wände. Schwarz-Weiß-Kontraste und rahmenlose Glasgeländer transportieren die klare Linienführung und moderne Optik nach innen. Im Obergeschoss liegt ein rund 40 Quadratmeter großes Arbeitszimmer auf der offenen Galerie, das durch den großartigen Luftraum und rahmenlose Glasgeländer faszinierende Sichtachsen bietet. Eine Skybridge bindet die privaten Rückzugsräume mit geschützter Dachterrasse an. Bungalow oder nicht? Das ist hier die Frage. Von hinten betrachtet eindeutig ja und auch von der Aufteilung. Lebensbereich und der Schlaftrakt wurden bungalowtypisch niveaugleich mit dem Garten angeordnet und bieten 117 Quadratmeter Wohnen auf einer Ebene. Die Grundstückslage am Hang ermöglicht darunter eine weitere Ebene für Zufahrt, Garage und Nebenräume wie den Hauswirtschaftsraum. Ins Haus gelangt man auf der oberen Ebene. Der Eingangsbereich bietet reichlich Bewegungsspielraum. Küche und Essplatz bilden eine großzügige Einheit und sind durch die weite Öffnung in den Flur direkt ans übrige Raumgeschehen angebunden. Das Schlafzimmer und das Wellnessbad mit Sauna werden über die Ankleide betreten und liegen so etwas abgeschirmt vom offenen Wohngeschehen im hinteren Bereich des Bungalows. Dank der barrierefreien Anordnung auf einer Ebene mit schwellenlosem Übergang in den Garten funktioniert das Leben hier genauso für junge wie für ältere Menschen. Das war nur ein kleiner Ausschnitt aus den vielen Häusern und Ideen, die das aktuelle Magazin Fertighäuser 2023 bietet. Außerdem gibt es da drin natürlich auch noch ganz viele aktuelle Ratgeber. Und ihr bekommt es ab 29. Oktober am Kiosk und natürlich als E-Paper. Wo ihr das Heft bekommt, habe ich euch wie immer unten in der Description verlinkt. Und da gibt es zu den vorgestellten Häusern auch nochmal einen Link in unsere Hausdatenbank, wo ihr euch die Grundrisse anschauen könnt. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.